Die amerikanische Zeitung New York Post hat diese Straße zu einer der coolsten der Welt gekürt. Seitdem kommen womöglich noch mehr Touristen. Mittelalterliche Gassen sind schön anzusehen, für jeden Umzugsspediteur aber ein Albtraum. 311 Menschen leben im Schnurr und versuchen zwischen den Touristen ein normales Leben zu führen. Wohnen hier auch Menschen? Fragen die Touristen oft. Ja, das tun sie. Die nächste Station für Schornsteinfeger Eickhoff ist ein Mehrfamilienhaus. Der Bäcker des Schnurrs, Risa Tossun, macht ihm auf. Schnurr Nummer 5 ist eines der wenigen modernen Häuser im Schnurr. Hier ist im Zweiten Weltkrieg die einzige Bombe explodiert. Auf den Schornsteinfeger haben die Architekten der 1960er Jahre nicht besonders viel Rücksicht genommen. Die Leiter aufs Dach schwebt ausgerechnet über dem Treppenhaus. Diese Architekten meinten auch, es sei eine gute Idee, ein Flachdach zwischen die historischen Giebel zu setzen, die wie Perlen einer Schnur an der Straße aufgereiht sind. Schnur, Schnur. Daher soll ja angeblich der Name des Viertels kommen, erzählt uns Herr Eickhoff. Nach dem Krieg sollte der Schnur sogar abgerissen werden. Für Parkplätze und breite Straßen. Die Häuser aus dem Mittelalter waren fast verloren. Für die Kinder ein Paradies auf Erden. Kreuzfahrtschiffe können zwar nicht direkt vor dem Schnurr an der Weser anlegen, wenn die Kreuzfahrer nach Bremerhaven kommen, ist die Bremer Innenstadt trotzdem ein fester Programmpunkt für die Touristen aus aller Welt. Meistens haben sie wenig Zeit. 2 Stunden wird ihnen für den Bremen-Bummel eingeräumt. Die Stimmung ist trotzdem bestens bei den 15 Bussen, die heute von Bremerhaven Richtung Bremen fahren. Vom Schnurr haben die italienischen Touristen in diesem Bus noch nie gehört. Die Bremer Stadtmusikanten kennen sie auch nicht. In den 1960er Jahren entdeckten junge Leute, Künstler, Modedesigner den Schnurr. Bis heute zieht er Kreative an. Die Stickbilder von Eberhard Kuhlenkampf wurden schon in so mancher Ausstellung gezeigt. Der Bremer lebt mit seiner Frau Nathalie Tompkins, einer Malerin, in einem der ältesten Häuser ganz Bremens. Der Stadtplaner war einer der führenden Bauexperten in Bremen. Vielleicht hatte er deshalb den Mut, eine Ruine zu kaufen. Das war 1976. In seinem Haus haben Händler im Schnurr über Jahrhunderte Gemüse verkauft. Montparnasse des Nordens, so nannten die neuen Bewohner den Schnurr. Französisches Flair in alten Bremer Fischergassen? So ein sonniger Blick auf ihre baufälligen alten Häuser. Die alten Bewohner des Schnurrs fanden die jungen Leute insgeheim ein bisschen spinnert. Auch wenn die Touristen manchmal nerven, alle Bewohner lieben ihren Schnurr. Er ist Heimat geworden. Egal, ob die Bewohner in Zentralanatolien oder an der Weser geboren wurden.